Erste Aufnahme, Sperrträger 2011. Alte Schmiede. Wer ist da? Einmal bitte umdrehen. Masun. Hecke. Der Ortsratbegleiter, der zu blind war, auf den König zu schießen. Kann ich Kaffee kriegen? Milch kriegen für einen Kaffee? Normale Milch, ja. Ja, das ist mir schön. So wie du geschossen hast, hätte es ja auch sein können, dass du den König getroffen hast. Zettel ist auch da. Es ist 5.25 Uhr, es sind bis jetzt drei Sperrträger anwesend. Ah, vielleicht jetzt gerade der vierte. Der legendäre Weg ins Ziel. Rotes Auto. Wer steigt aus? Der Franz. Die Nummer 4 ist da. Hallo Franz. Guten Morgen. Und da kommt der größte Sperrträger aller Zeiten, unser Opi, pünktlich zum Treffen. Ja, er schafft es auch noch. Er wartet. Anscheinend kommen jetzt hier rechts um die Ecke. Noch ein paar von den Kameraden. Ja, der nächste, da kommen 15 Leute um die Ecke und so krach nur an dir. Mann, was willst du? Na, hast du wieder einen Polnisch gemacht? Na, aber komm, fest, du kriegst das. Ich hab immer Tschüss gesagt, wie immer. Guten Morgen, mein lieber Ingo. Morgen, Opi. Es ist 5.28 Uhr und es sind gerade mal, wenn überhaupt, zwei Drittel der Sperrträger anwesend. Das sieht wieder kräftig nach Strafgeld aus. Graf Zahl könnte noch einer der letzten sein, die es pünktlich schaffen. Das sieht noch gut aus. Der Schritt ist auch schon ein bisschen schneller. Ich denke, also, aber ich denke mal, er ist noch in der Zeit. Das ist in Ordnung. Ja, 28. Ja. Da hätte ich fast den Anführer verpasst. Der hier gerade im Ecke kommt, der super motiviert ist. Morgen. Morgen. 25 Minuten. Ich schwenke mal um. Der letzte ist auch eingetroffen. Das Pony. Ey, du wolltest mich vor 8 abholen und wo warst du? Pony, was ist deine Begründung? Mutter hat mich geweckt, ey Mann. Total assi. Das Schützenfest, 5 Minuten zu spät, deine Begründung? Nicht auf die Uhr geschaut? Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Okay, den Worten kann man nicht sagen. Dir geht doch jetzt gerade innerlich gerade schon wieder einer ab, oder was? Wie gestern, nicht dein Ernst, dass ich trinken sollen. Doch. Alle 4. Vielleicht geht's dir danach gut. Oh. Ingo, komm. Gerne. Steffi, trinkst du auch einen mit? Ja, zu spät, komm mal, trink zwei. Das wäre jetzt Glas halt vom Zitat. So, meine Herren, ne, wie jedes Jahr. Freue mich wieder mit euch mitlaufen zu dürfen. Das ist ja deine Schuld. Ja, bla, bla. Das weiß ich, bla bla. Ne? Prost. Prost. Zum Wohl. Ey, ich hab's gesehen. Was? Ich hab's auch gesehen. Ich hab's auch gesehen. Du bist so blöd, Mann. Ey, und ich hab's sogar auf Kamera live. Ja.
mache ich die Verabschiedung oder das Dankeschön für heute immer sehr gerne hier. Heute mache ich das nicht so gerne, weil hier nach 15 Jahren eine sehr lange Tradition für die beiden endet. Ich habe mich also mit Stefan bei unserem letzten Treffen hier unterhalten, mal so gefragt, wie es für die beiden hier nach den 15 Jahren weitergeht. Stern! Ruhe bitte. Stefan sagte mir, sie freuen sich vor allen Dingen jetzt erstmal auf gemeinsames Familienleben. Gemeinsame Hobbys bestehen insofern, dass Steffi, also auch mit Stefan, bei so einem komischen Verein, der da hinten hinter der Aller ansässig ist, bei unserem VfL gemeinsam. Steffi hat also auch eine Dauerkarte. Was? Ja. Alter. Das ist nie wieder besoffen im Bus zurück. Ja, dabei viel Spaß. Wir sagen euch noch herzlichen Glückwunsch für 10 gemeinsame Jahre, die ihr als Paar jetzt zusammen seid. Viele weitere. Nucci! 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 15 Jahre erfolgreich geführt hier. Wir wünschen euch für die Zukunft, für eure gemeinsame Zukunft, alles, alles Gute. Ich habe auch ein bisschen Tränen in den Augen, genau wie du. Vielen Dank für 15 Jahre, tolle Bewirtung, ja, alles Gute für eure gemeinsame Zukunft, als kleines Andenken von uns, ein kleines Geschenk. Dankeschön. Die Blumen für dich. Und wir bedanken uns nicht nur für heute, sondern für die vergangenen 15 Jahre und wünschen euch alles Gute von Herzen. Bei unserer Steffi und unserem Steffi, bei Steffi und Stefan. Mit einem dreifach kräftigen Zigarren-Sieger-Gol! Suppe essen in der Schmiede. Hochzeitssuppe schmeckt immer lecker. Hey, mach mal an. Zum schönen Samstag, Vormittag, sonnig, warm. Sperrträger für einen Dreifachkräftigen. Hallo! 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 Und natürlich die Könige und Minister, die ihr so abgeschossen habt. Natürlich auch. Danke. Fette schon wieder Cola, muss das sein? Probier mal. Guten Morgen oder Mahlzeit, was ist los hier? Morgen.
beim Brandenburger Land. Hoch über dunkle tiefen Wälder, heil hier am Brandenburger Land. Vers 2. Uralte Eichen, dunkler Buche reift, grünende Birken stehen am Wiesenrand. Grünende Birken stehen am Wiesenrand. Steig hoch! Steig hoch, du Urlander, hoch über das Hochvolksland. Sofort, sofort! Hoch über die Kiefernwälder, heil dir mein Brandenburger Land. Hoch über die Kiefernwälder, heil dir mein Brandenburger Land. Das ist vorbildlich. So. Lieber Höflich, vielen Dank wieder für die wunderbaren Button. Ist dir an deinem eigenen Buttonentwurf schon etwas aufgefallen? Nee, mir fällt auf, ihr habt die Scherben falsch rum. Gut, es sei dir dieser kleine Fauxpas verziehen. Welcher? Ja, wir bedanken uns ganz recht herzlich und haben mal ein kleines Geschenk mitgebracht. Das würde, glaube ich, wunderbar da neben dieses wunderbare Schild passen. Ja? Als kleines Dankeschön für deine jahrelange kreativen Entwurfskünste. Ja? Jedes Jahr wieder schön. Ja? Danke. Wenn ihr Blumen mitbringt, dann... Wir wünschen noch viel Spaß beim Schützenfest und bedanken uns wieder am Breitbart Kräftigen. Zicke das, Zicke Sache! Zicke das, Zicke Sache! Zicke Darf ich auch? Bitte. Gut. Wo ist mein Korn übrigens? Ja. Gut. Alles klar. Heute Morgen, als ich losgegangen bin, habe ich... gesucht, aber... Aber du hast bestimmt einen, oder? Nee. Habe ich nicht, aber... Ich habe was viel... Ich bin lieb. Erstmal... Erste Rate, keine Ahnung. Das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht noch nicht. Erste Rate. So, ich tue heute euch mal was Gutes. Darf ich sowas überhaupt machen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja, bitte. Natürlich. Der musste natürlich ein bisschen mit den Strafen nachkommen. Ja, ne? Da muss ich mir also was einfallen lassen. Können dann selber ausfüllen, für was. Ne? Okay? Gut. Ist in Ordnung, ja. Radio 2, weil du so verkackt hast heute, kriegst du von mir meinen Sag mal, Sven Hertig, ich entdecke immer wieder an dir Seiten, die ich einfach nicht glauben kann. Er wollte mich 5 vor 8 abholen, hat er nicht gemacht. Hier ist schon 5 vor 8. Oder machen wir das mal so. Du kannst ja auch gerne verteilen, wenn sich mal jemand vernünftig nur die anderen kaufe ich auch noch. Esche ist schlau, weil er weiß genau, wir haben keinen Kugelschreiber, um das Ding auszufüllen. Bitte, kommen wir unterwegs noch irgendwo am Kopierer vorbei? Oh, lieber Ingo, vielen Dank wieder für diesen schönen Spaß und auch für die Spende von Ingo. Vielen Dank mit einem Reiber-Köpfing. Zicker, Zicker! Zicker, Zicker! Zicker, Zicker! Danke, Ingo. Hilfe, das ist ein Lied Wunsch? Ja. Kenn ihn, aber sag es. David Guetta featuring. Sigmar Schlesier-Lied. Ja. Ich heiß zweimal wieder. Früher morgen, wenn die Sonne aufgeht, schau ich dann ins Tal der Lieder. Wo heiler für ein Hades steht, da seufzt sie still, herrscht und flüstert leise, mein Schild.
Bitte bereit. Machen wir noch. Ja, dann. Wie in jedem Jahr haben wir ganz wenig Zeit, das Fensterspielchen. Ja. Wir haben in diesem Jahr mal für langjährige Treue und Unterstützung, jahrelang dürfen wir eingehen, wir hoffen, dass es auch noch weiter geht. Ein kleines Geschenk für Schwerträger. Das sieht echt gut aus. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Viel Spaß noch beim Schützenfest. Ja. Gehe ich auch fest davon aus. Für die Spende vielen Dank. Unser André hat sich auch bewogen gefühlt, die erste Rate für den König zu kredenzen. Auch dafür vielen Dank. Ja. Er sagte mir eben, wenn wir uns benehmen, könnte es sein, dass noch ein Pisterkarton morgen nachkommt. Wollen wir mal drauf hoffen. Ja. Er ist aufgenommen, ne, André? Vielen Dank und ganz recht herzlich mit einem dreifach kräftigen. Danke, wie Sand und Seide, nur Schale, dass er sucht, ja, sucht. Danke, wie Sand und Seide, nur Schale, dass er sucht. Heidi, heilo, heila. Heidi, heilo, heila. Heidi, heilo, heila. Geil. Heidi, 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 das ist gerade richtig geil. So, unglaublich, was die Spätträger hier abliefern. Wir stehen jetzt hier vor Rewe. Alle sind hochgesprintet. Selbst der Heiländer mit seinem kaputten Knie hat es geschafft. Hecke, gerade 5 Euro Strafe für dich hier auf dem Sender. Was? Unglaublich, dass der hier telefoniert. Bitte, hast du dir deine Hose gebrochen oder was? Das ist der Oberhammer. Da hat eine schöne Strafe wieder auf dem Schirm hier. Oh. Oh. Rennfahrer. Oh, oder? Oh. 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 Ja, blond. Oh. Muss die nächste Strafe mal kurz aufnehmen. Jo. Stopp! Was? Jeder darf eine Banane mitnehmen. Ja, eine Banane. Ein Mane kauft eine Banane. Bienenstich! 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 Wir sind Gäste und die Lieblingsbäcker von uns mit einem Dreifachkettchen. Singen auf die Sänger! Sie hat sie da! Sie hat sie da! Morgen! Bienenstich! Das muss besser kommen. Henning! Er ist nicht da. Henning ist im Urlaub. Henning! Wer stüht her? Wer stüht im Urlaub? Ich stüht im Urlaub. Ich stüht halt bitte. Aber den Neues sieht bitte auch aus, Henning. Ja, genau. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Ins Olaf, morgen. Du, pass auf. Nee, pass auf, wir haben ein Riesenproblem. Schlichtweg ist so voll, der, das ist jetzt kein Scherz, keine Verarsche. Der ist so voll, wir brauchen dich. Wir haben keinen Begleiter jetzt, sonst dürfen wir nicht mehr weitergehen. Der kann nicht mehr sprechen, den haben wir eben bei Vizorek nach Hause gebracht. Ja. Hast du einen Anzug da oder sowas? Zylinder haben wir hier. Eine Fliege, die Fliege ist sehr wichtig. Ja, wie lange brauchst du denn dafür? Wir gehen jetzt zu Bruns. Ja. Oder pass auf, Heckendorf gegenüber oben, an der Ecke. Weißt du, wo Heckendorf ist? Von der Kirche. Genau, auf der Ecke ist Heckendorf. Und dann neben dem Malergeschäft gehst du dann in so ein Holztor rein, da wirst du uns dann schon sehen. Ich erwarte dich da kannst du dann hinkommen.
Das hätte ich dir auch nicht angetan, Peter. Nee, das ist der Hammer, ey. Das ging aber schnell, Pille. Super, dass du da bist. Und da ist er schon. Guck ihn dir da ist er schon. Das ist der Hammer. Schiel mal, André. So schnell bin ich da, Junge. Guck mal, der schielt schon. Gut, dass du schon da bist, Pille. Hey, haben wir Glück gehabt. Ja, ey, wo ist dieser Zylinder? Komm, tausch die Zylinder. Unfassbar, Pille, unfassbar. So schnell hätten wir dich jetzt auch nicht erwartet. Alles Gute, noch einen guten Verlauf, dass er alle wieder eine nach Hause kommen. Das kriegen wir hin. Gegen Sodbrennen kann man da. Das ist doch bullrig Salz. Das ist doch bullrig Salz, Sodbrennen. Das ist doch bullrig nehmen. Du musst nicht lutschen, das musst du runterschlucken. Das hilft doch gegen Fußpilz. Alles. Kaust du die jetzt? Ich bitte auch zwei. Ich nehme einen ordentlichen Hieb und runter damit. Was so und hör auf, Norbert. Obi. Obi, hast du was? Keine Ahnung. Hier nach spüren oh, Scheiße, so. Ich kann nicht mehr halten. Einmal. Einen richtigen Schluck, nicht so einen Kinderschluck. Oh Gott, ist das geil gerade. Komm mal, du bist denk dran. Du musst mal. Schäumt oder was? Ganz recht herzlich für die Einladung. Komm jedes Jahr immer wieder gerne wieder, das wisst ihr. Wir haben ja ein kleines Präsent für euch.
was nicht viele in Ballastleben haben, als Dankeschön für jahrelange Treue. Wenn ihr das bekommt, der Schwerträger, ich hoffe, ich bekomme einen Antrag für euch. Garantiert. Ja. Nicht im Klo! Aber bitte nicht da, ich bin eigentlich gerade da. Doch, im Klo! Überragend, Klopper, überragend. Auch nicht schlecht, ja. Kein Problem. Sperrträger bedanken sich ganz recht herzlich, auch für die Spende und wünschen auch viel Spaß beim 408 mit einem Dreifach-Clapping. Sieger, Sieger! Jawohl! Sieger, Sieger! Jawohl! Sieger, Sieger! Jawohl! Und jeder, der vorbei ist, auf wieder runternehmen. So, für Ingo Esche würde ich nie meinen Sperr aufmachen in diesen Typen. Und hier mit Nahaufnahmen, warte. Hallo. Jetzt kommt der König. Ein Gruß in die Kamera, Markus. So, liebe Anwesende, verehrte Gäste, liebe Fallastgeberinnen und Fallastgeber, wir singen beim großen Bürgerfrühstück traditionsgemäß zur Erinnerung an den großen Sohn unserer Stadt, Heinrich Hoffmann von Fallastgeben, die dritte Strophe des Deutschlandliedes. Dazu bleiben wir natürlich stehen. Ich gehe davon aus, dass alle die dritte Strophe ohne ein Text zu singen können. Hand aufs Herz. Den Saal zu bitten,
damit wir sie auf die Reise schicken können. Pferdträger, bitte vortreten. Als äußeres Zeichen des Friedens, so hat eben jeder seine unterschiedliche Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wir schicken euch von hier aus in die Fallersweberhäuser, auf die Straßen, auf die Plätze, kündet davon, dass das 408. Fallersweber Schützen und Volksfest stattfindet. Seid gute Botschafter und Olaf Lindner, euer, sag jetzt drüber, Anführer. Das ist der Anführer von denen mit dem blau-gelb-weißen Steifen. Und dann haben sie natürlich noch einen, der aufpasst, dass der Anführer die Horde richtig in Schach hält. Und das ist der andere Schlüssel. So, wir begleiten euch mit Musik und mit ganz vielen guten Wünschen hinaus. Und bedanken uns, dass ihr mal so toll dieses Fest mitgestanden habt. Andi? Der ist auch falsch, Mann, du Depp! Scheiß dich auch! Bla bla bla! Ja, jetzt nochmal für die Öffentlichkeit, Andi, Andi Schärpe ist falsch, oder Andi? Schärpe ist nicht falsch! Na klar! Guck dir, ich hab das jetzt live drauf. Die Blumen hast du auch falsch rumangebunden. Jetzt haben wir eine Blume immer auf die Seite. Und Scheiß! Und die Worte auf das andere Ding, Andreas, ey! Andreas Kiene, du wurdest gerade verarscht. Dario kriegt nochmal 50 Euro, damit wir die 1000 endlich voll haben. Weil es geht nicht, dass du die Leute immer animierst, um so einen Scheiß zu machen. Benimm dich doch mal ein bisschen. Dario. Mann, ey. Wenn du heute Abend auf dem Zelt ganz egal nackig singst, dann bist du für mich super, Dario, und dann kannst du alle Strafen annulliert kriegen. Übernimmst du alle Strafen für ihn, sagen wir mal so. Pony, Hände weg vom Sack. Ich sage, heute Abend kann er sich den Text eh nicht merken. Ich bin so fit. Warum ich nur so fit bin? Ja. Weil das mein Schützenfest ist. Sollen wir den nachher wieder so fertig machen wie sonst? Schafft er nicht. Niemand hoch! Stillstand! Aufstellung! Mauern! Ja! Hier hinten! Ja, hier! Geisterreiter! Der Amberger Franz, 20 Jahre, jung. Die Hand reiche ich. Entschuldigung. Aber er ist der Erste, der Kaiser. Ich bin der Karl. Im ersten Jahr schon? Ja.
Nur du nicht. Pferdträger ist Pferdträger. Und wir mussten Bruderschaft trinken. Pferdträger ist Pferdträger. Dann haben wir den Christopher Decker. 18 ja. Jahre jung. Sehr schön, ich bin der Karl. Mal wiederholen. Ich bin der Karl. Christopher Decker. Christopher, ja. Den Opa brauche ich dir nicht mehr vorstellen, dass du uns allen sehen, dass er sein letztes Jahr hat. Er kommt nicht. Ich auch ein Zeichen hierher. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, ja, das wird keiner hören. Und wenn nicht, was ist dann? Wenn er hat versprochen, unter Zeugen, er ist nächstes Jahr zu dieser Situation hier. Es ist Selbstverständlichkeit. Kannst du das bitte mal ganz kurz aufnehmen? Was denn? Das hier? Es ist selbstverständlich, dass ich nächstes Jahr hier auf dem Hof erscheinen werde, wenn die Sperrträger einlaufen. In den Damen. Der Opa hat ja nächstes Jahr ein volleres Programm als dieses Jahr. Und ich verspreche, ich bin auch dabei. Ich auch. Und zwar war auch hier mit der Zivi. Weil wir müssen weiter noch an die Jungs ein paar Worte richten. Ja, mach ich gern. Also, ihr wisst, mein Slogan lautet, einmal Speerträger, immer Speerträger. Bis ans Lebensende. Und das ist Ruhe. Geil. Und das versuche ich herüberzubringen und auch den neuen Spielträgern immer klar zu machen, dass es eine Ehre ist, in dieser Mannschaft dabei zu sein. In diesem Sinne, danke für euer Kommen und nächstes Jahr wieder. Noch länger auf mich. Lieber Karl, ich darf dir noch im Namen der Fallaschiner Spielträger ein Geschenk überreichen. Ah, das ist so nett. Anerkennung für die jahrelange Unterstützung. Ja. Hat nicht jeder. Ja, ja. Ich hoffe, es bekommt einen Ehrenplatz. Richtig, richtig. Andi, dein Foto ist weg. Okay. Herzlichen Dank, Männer. Das freut mich sehr. Wollen wir nochmal? So, Männer, von raus. Lieber Karl, weißt du ja, dass wir jedes Jahr bei dir einkehren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Mein lieber Norbert, auch wenn ich dich vorhin mit Worten nicht gewürdigt habe, ich habe ja schon um Verzeihung gebeten, du hast sie mir gewährt. Unser Norbert hat sich auch bewogen, hier uns eine kleine Spende zukommen zu lassen. Vielen Dank dafür. Karl, für die Spende von dir auch. Vielen Dank, ja. Ja, ja. Und wir bedanken uns ganz recht herzlich mit einem dreifach kräftigen. Sieg auf Sieg, Sieg auf Sieg, Sieg auf Sieg! In einem schönen Land ging ich auf und ging ich unter. Allerlei am Weg ich fand. Allerlei. Bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Und bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja.
Ding. Zing nach die Sache! Ja, sie sagen! Ja, sie sagen! Dankeschön. Tschüss und noch viel Spaß. Ne? Dankeschön. Andreas Kiene, machst du uns immer noch alle fertig? Ja, da habe ich nicht gesagt. Ja. Nein, ich hab's drauf. Bestehst du zu deiner Meinung? Ich habe gesagt, das wird mein Schützenfest. Okay. Und wen machst du fertig? Das hast du auch gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Fertig. Du willst mich fertig machen. Trainer, der hat ja alles gegeben. Pass auf, ich würde sagen, du machst erstmal Poppe fertig und danach kommst du zu mir. Weil es ein Kinderfrühstück. Hör mal, Bier schmeckt an dir, gut. Speerträger begrüßen ganz recht herzlich die Altstadtkneipe und unseren Rolf, der es trotz allem möglich gemacht hat, uns die Bremsklötze wieder zur Verfügung zu stellen. Das finde ich eine super gute Geste. Klasse, Rolf, Dankeschön. Wir begrüßen alle Anwesenden mit einem dreifach kräftigen 10.000 Sager! Geiles. Du hast mich nicht gebraucht, also warum nicht? Ja, du hast einen Boss geholt. Ja, und als er dich gebraucht hat, hast du versagt. So wieder. Ja, jeder, mach du mal Savanna auf. Warum? Ich hab auch noch keinen Schlüssel mehr. Mann, ey. Lebt er denn noch? Weiß ich nicht. Oder lebt er schon wieder? Gesund genährst. Das hab ich auch noch nicht gemacht. Ja. Ist ja, aber ob, ne? Ich glaube, es ist schon gut, dass du hinten sitzt. So weit von mir weg. Ja, schön, meine Herren hier. So, erstmal einfach vorspülen. Abends, ich nicht gesagt. 5 Euro Strafe bei dem dummartigsten Ziel. Olaf! Olaf! Hier bin ich! Ach, der Jägermeister? Ja, logisch. Alle? Logisch. Nein. Ich habe gesagt, ich wollte mal fahren, aber du hörst überhaupt nicht mehr. Dann einfach auf den Jägermeister, Olaf. Ja, mal gucken, dass starke Abend gibt. Zwei Gründe dafür. Dafür gibt es keine Gründe. Es gibt Gründe. Ganz kurz. Und? Du hast mir noch nicht mal gratuliert. Ja. Na, Albtraum. Ich darf diese Kutte nicht anziehen. Da geht keiner ins Leiche. Keiner, ne? Da sieht er. Oder die machen den Lauf an den Rossen.
Marcel. Doch. Bettina, ne? Nee. Das sieht ja super aus. Überragend. Guck mal, sogar Finn hat noch deinen Helm. Ja, ne? Dein Helm, er sagt immer Helm. Zylinder. Ne, guck mal, das ist Marcel. Von Marcel hast du den bekommen. Oh, ich bin gesperrt. Steht dir aber besser als mir auf jeden Fall. Super, okay. Passt doch besser. Hm? Alles fein. Komm, erst dann wir raus. Frag uns, was deine Idee ist. Brauer, Fallersleben. Der größte Sperrträger aller Zeiten hat die größte Truppe aller Zeiten zu sich eingeladen. Kann ich nicht. Blitznews, Mann im Rücker, Bierbaum, Sperrträger. Das entscheide ich. Geht gar nicht. Als ehemaliger. Der wird kein Mitglied, der ist zu aggressiv. Als ehemaliger Papa? Dann steige ich aus. Du so sagst passiv. Dir gegenüber. Er hat noch 2 Jahre ja. Zeit, sich zu ändern. Oh, gute. Ich fand ja auch noch. Wenn du falsch klein machen würdest, könntest du vom Teil von Schnäppchen sein. Als Sponsor der Sperrträger Button hat er sich das verdient. Als schnellster Trinker auf dem Sofenfeier nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der innerhalb von 30 Minuten so abdichten kann. Ja, oder von anderthalb Stunden Kiste. Weißt du es ja, wer hat ihm ein Auto gekauft? Kiste Fisch. Ich? Ich auch schon mal. Nee, Ruhe, weil der nicht. Ich hoffe, es kommt ein Ehrenplatz. Ich hoffe, es bekommt einen Ehrenplatz bei euch. Auf jeden Fall. Ja. Hat nicht jeder. Achso, vergessen. Torse. Hat er gesagt. Dankeschön. Dankeschön. Alles klar. Die Runde verteilt natürlich du, ja. Nicht ich. Schön. Chance. Bitte, Chance, Chance. Georg! So, noch ein bisschen weiter. Oh, jetzt wird es. Vier anfangen. Aber pass auf, dass ich auf dein Sauber. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Nimm den Clan. Wenn du jetzt den Clan nimmst, vorher, bist du der Größte. Der Beste. Ja, Ingo. Was auch immer. Ah, Chance! Noch ein kleines Hütte-Stündchen. Oh, oh, es war schon immer so, ja. Immer so. Ein Schnaps und ein Bier und dann bleiben wir. Noch ein kleines Hütte-Stündchen. Oh, es war schon immer so. Schnaps und ein Bier und dann bleiben wir noch ein kleines Viertelstündchen. Nee, meine Brust ist gerissen. Noch ein kleines Viertelstündchen. Schorze, brauchst du was zum Abendbrot? Ja, ich bedanke mich. Der Sturm ist und wird verwachsen. Heile zu Kino Kühlstamm. Wir sind die Niedersachsen-Sturm. Thank you.
sind jetzt hier angetreten, teilweise inkognito, teilweise auch nicht, je nachdem, um unsere neue Majestät zu ehren und zu begrüßen. Es sind im Moment 14 Mann, dementsprechend hat noch einer keinen Speer. Wir haben also dieses Jahr einen Ersatzmann dabei, zwei neue Speerträger. Franz Martin, wo bist du? Da. Und Popper. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Christopher Decker und Franz Martin Amberger. Die beiden neuen Speerträger haben sich bisher recht gut bewährt, stehen tun sie noch. Laufen, laufen. Wir möchten uns bedanken, dass wir jetzt hier sein dürfen. Wir möchten hier eine Kleinigkeit überreichen. Unsere Juni 2011. Diese Scheibe, diese Sache ist einmalig. Gibt es also nur einmal, nur für dich. Möchten wir dir gerne überreichen. Ich habe einen schönen Platz für dich, ein Glas der Stärke. Ich tue das hiermit, wenn du den auch in dem nächsten Jahr kannst du in dieser Zeit aus dem ersten Jahr gesehen und dir an Boden gehen, dann tue ich auch. Ja, das ist so einer der beiden Heimat. Bringe ich so einen Hertig nach Hause. Das ist gut! Das ist mal ein Neuer! Da würde ich mal sagen, Mensch, Andi hat auch garantiert auch ein bisschen Geld mitgebracht, weil das Bier ist in Ordnung, aber so eine Pulle Bacardi, Andi, von der Kasse, wäre ja nicht mal schlecht. Und dann auch noch mal drei Mal Ziggy-Sange, Ziggy-Sange! Ziggy-Sange, Ziggy-Sange! Ziggy-Sange, Ziggy-Sange! Ja, Sam muss auch ausziehen. Die Schärfe ist wieder oben. Ja, Sam muss auch ausziehen. Das muss auch ausziehen. Hoffmann aus Pallastleben. Meine Damen und Herren. Aber ihr Blau muss zum Sack, bitte. Blau zum Sack. Ist falsch, ne? Das ist auch wehgetan. Überragend. Bleib doch einfach bei uns stehen. Nein, mach ich nicht. Opi, du kannst nicht ohne uns gehen. Doch, kann ich. Opi, bleib doch bitte bei uns. Kann ich nicht. Opi, lass das Heiraten sein. Kann ich auch nicht. Noch Leute gibt wie dich, die noch mit uns ein bisschen mitfühlen können und selber die Scheiße gemacht haben. Oh. Vor 20 Jahren war ich auch in eurer Truppe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sven, du hättest von mir Strafen ohne Nick. Wenn ich dich sehe. Das schweigelt mir. Das schweigelt. Aber schweigelt er. Was meinst du denn? Sven, das schweigelt. Weißt du denn, dass es jetzt anders ist?
Nein, aber der so. Schlafkatalog. Oh. Ja, klar. Ey, das ist ungefähr so, was Ingo und ich gleich machen. Beim Kornstand rauf und runter trinken, kriege ich danach rauf und runter diese Strafen. Ganze ist egal. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Ich finde es ja auch. Ja, sag doch mal ruhig, Mann. Ich finde es cool. Ich finde es cool, dass wir auch bei dir jedes Jahr wieder einkehren dürfen und dass du uns mit offenen Armen empfängst. Mensch, ich freue mich, wenn ihr kommt. Ja, pass auf, wir freuen uns auch, dass wir zu dir kommen können, denn dein komisches Carport ist größer als meine ganze Wohnung. Der nämlich heute so ist, dass die Leute nach uns fragen, wenn wir nicht reinkommen. Der Ruf der Speerträger ist wieder das, wo man sagen kann, wir sind wirklich stolz auf diese Truppe. Die nächsten drei. Das ist ja drei Elfmeter. Ja, Highlander. Als ich um 14:45 aus dem Havanna bin, wollte Conny nicht schießen. Ja, ja, wir hatten ja schlicht eben. Moin. Auch noch pünktlich. Was du heute für einen schwulen Mantel an, Ecke? Schwulen Mantel? Ja, schön. Carlo ist noch nicht da? Die Schuhe sollten schon raus, Jungs. Oh, die Schuhe sehen gut aus. Was ich mit dir noch machen soll, weiß ich auch nicht so richtig. Und am besten und privat blockieren. Und ich nächstes Jahr dann eingeblockt. Kein Ding, wir gehen nachher an der Tanke vorbei. Schön, wir mal rein, Bügeleisen kennst du auch nicht, oder was, ne? Oder ist das so ein Muster da in dem Hemd? Achso, nee, das muss ich nur weiter tief reinstecken, dann geht das. Vaterland, vor euch wir! Wir sind die Niedersachsen, Sturm, Fest und Meer, verwachsen, Heil, Herzog, Wien, okay.
an. Wir sind Julia Sachsen Stroh, bis zum Erd verwachsen, Alex und Guido Kimstamm. Laut! Schönen guten Morgen, die Schwerträger begrüßen ganz recht herzlich das Haus Schubert. Freuen uns riesig, dass wir wieder bei euch einkehren dürfen. Kleinigkeitsfest nach Dauch, immer wunderbar. Schönen guten Morgen, wir begrüßen euch ganz recht herzlich mit einem Treffer Käppling. Sing aus die Saal! Sing aus die Saal! Sing aus die Saal! Aber was ist denn mit dem Büro oder so? Mein lieber Jürgen, meine liebe Anne. Das ist eine ganz tolle Sache, die hier passiert. Letztes Jahr habe ich das euch ja schon gesagt. Wir freuen uns super, dass wir bei euch einkehren dürfen. Ganz feine Sache. Ich hoffe, das bekommt einen Ehrenplatz bei euch. Das hat nicht jeder. Ja, haben zu danken. Nicht jeder. Ich will aber auch gleichzeitig noch mich bedanken bei den Damen, die uns heute fahren. Bei Kralle, der auch immer für ein Scherzchen gut ist. Ja, das ist eine super Sache, das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür, ja. Und wir bedanken uns bei allen ganz recht herzlich mit einem dreifach kräftigen Zigarzina! Schwerträger begrüßen ganz recht herzlich unseren Jörg. J.A. bitte die Hände aus den Taschen. Und J.A. mit einem Hörmer-Ketting. Zieh auf die Lange! Zieh auf die Lange! Zieh auf die Lange! J.A. mit deinem Button. Bayerischen Nachbarn. Was ist denn mit dir aus dem Reistopf gefressen? Du musst ihn einfach aufstehen. Und wie geht's dir jetzt, Andreas? Das ist warum? Du bist doch der größte Spätträger aller Zeiten. Am Mittwoch. Außer wenn ich wohl sauer auf dich. Das war ich mal. Du wolltest mich nach Hause bringen. Du musst alleine gehen. Das war ich mal. Wann denn? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, oder? Mittwoch zwischen 5.55 Uhr und 6 Uhr. Warst du nicht, da war ich ja auch noch da. Warst du der zweitgrößte Spätträger? Eine feste Wolf und Meer, des Jungs euch enthalten, alle Zeit ist schon vor allem wir. Der Remix. Ja, wir begrüßen ganz herzlich unseren Töpfer mit einem Dreimal-Klöpfling. Sing aus die Lange! Sing aus die Lange! Sing aus die Lange! Es spricht nicht. So, erste Bier von Andi Kiene am Sonntag. Und Andi, schmeckt's? Nein. Nein? Schmeckt noch nicht. Oha. Andi, Donnerstag. Wann ist das? Donnerstag. Hauen wir mal richtig ein Fett. Genau. Bis zum Abkratzen. Nein, das nicht. Ich will die graue Maus. Wir haben eine kleine. Aber wir trinken auch mal. Und du bist wieder richtig fit jetzt. Ja. Jetzt die 10. Ja, ja, aufnehmen. Passt. Wunderbar. Lieber Stefan, es gibt nicht eine ganz so viele Traditionen hier in Kollersdorf auf allen Beten. Eine von denen, die wir so lange mitnehmen, ist nicht mehr geht, ist bei dir am 1. Das macht uns immer sehr, sehr viel Spaß. Deswegen am Anfang müssen wir von mir erhalten. Den überreichst du bitte deiner Lebensgefährtin. Ja. Und wir danken euch ganz recht herzlich für die Gastfreundschaft, wie in jedem Jahr mit einem Dreibach-Kettin. Sing auf die Säge! Danke, Ali, hey! Hey! Danke, Ali, hey! Hey! Ah, schenke den Gang!
schenk mir ein Tanga! Schenk mir ein Tanga von dir! Ali, schenk mir ein Tanga! Ja, so ein Tanga wünsch ich mir! Hey. Hallo! Hallo. Du hast den Tanker schön. Ja, grüßen ganz recht herzlich. Den Mann mit der schönsten Unterhose aus Palazzo. Und noch eins lieber mit einem Treiber Camping. Singen an den Lager! Singen an den Lager! Singen an den Lager! Guten Morgen! Anzeig! Anzeig! Oh, Adi, schenk mir einen Tanker. Schenk mir einen Tanker von dir. Schau, ganz ins Tal hernieder, wo einer für ein Mahlen steht. Da seufzt die Stimme der Stille und flüstert leise. Mein Schilderland, oh, mein Heimatland. Ura? Ich habe es vorhin schon auch mal gesagt, es gibt sehr wenige Traditionen, die noch so sind, wo wir sagen, das ist für uns Tradition. Eine davon ist deine, dass wir hier immer wieder bei dir in deinem Hause einkehren dürfen. Du hast es immer gerne gesehen. Du hast es mir schon so oft gesagt, die Jungs wissen es alle, glaub es mir. Ja. Vielen Dank dafür. Weiterhin noch viel Spaß bei diesem Schützenfest. Ja. Und wir kehren sofort nach Schützenfest bei dir ein, wenn wir es einnehmen. Vielen Dank für die Riesenspende, für die mega lebensrettenden Schnitzelbrötchen. Ja. Die Jungs haben sich da schon den ganzen Morgen drauf gefreut. Ja. Die besten der Welt. In eurer Küche. Grüßen wir die Küche, vielen Dank auch nochmal dafür. Und wir bedanken uns ganz recht herzlich bei unserem Uwe mit einem Dreimal-Krepping. Ja, los. Ey, wir kommen hier nicht rein. Oh. Aber jetzt kommen wir auch nachher nicht mehr raus. Hast du abgebrochen? Nach rechts. Jawoll. Oh, dankeschön. Ja, Mann. Ist nicht da.
Bestträger fast aller Zeiten. Ich frage euch, ja, wollen wir unserem Opa dieses Geleit geben? Jetzt die Ehre. Hör, ich zeig drauf. Ich auch. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Mit vielen wirst du dir heilig sein. Doch dieses Leben bietet gar nichts mehr. Bedanke mich bei euch. Haben sie die Sternträger bei der Majestät aufgelaufen und haben ihm kleine Ständchen gebracht. Das gehört auch zu Schützenfest dazu. Das ist wie die Wurst in der Suppe, das gehört einfach, das muss damit dabei sein.